Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren und Nonbinäre da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crusader Kings 2, unserem wunderschönen Reich von Jerusalem, das mittlerweile auch langsam wieder wunderschön aussieht, nach dem berüchtigten Kreuzzug um Ägypten, der irgendwie ein bisschen komisch geendet hat. Passiert. So. Wir haben beim letzten Mal uns Ägypten weiter einverleibt oder wieder einverleibt, den Norden uns geholt, Damietta, Kairo, Paretonium und gehören jetzt uns wieder und jetzt geht es darum, dass wir das Herzogtum von Alexandria wieder vervollständigen, das ja auch mal uns gehörte und unser erstes Ziel wird dafür ein Krieg gegen den Sultan Abbas, der Befreier vom Abbasiden-Sultanat sein. Ich glaube, das ist eine andere Abbasiden-Dynastie als die, ich sage jetzt mal, historische Abbasiden-Dynastie. Weil er einfach Abbas heißt und dann Abbasid. Ne? Ich glaube, so wurde das gemacht, weil wir sehen hier keine Eltern von ihm. Ist also es ist einfach random, dass das eine Abbasiden-Dynastie ist. Aber ich finde es trotzdem lustig, dass der Typ ein Abbaside ist und schiitisch. Lasst mir meine Witze, meinen Humor. Lasst mich in Ruhe. Wir erklären den Krieg gegen dieses Schwein. Und zwar wir könnten einen Heiligen Krieg erklären, klar. Und machen es auch einfach, damit ich keine Schiiten hier in meinem Gebiet habe. Weg mit diesen Ungläubigen überall. Und rufen dafür die Truppen aus. Ich habe schon wieder alles vergessen, oder? Ich werde mich nie daran gewöhnen, die Truppen aus York immer noch auszuheben. Könnt ihr vergessen. So, da sind die York-Truppen. Und natürlich unsere treuen Vasallen vom Johanniterorden. So. Marschiert, marschiert, marschiert. Allesamt. Gen Albadakn. Wie diese Provinz liebevoll genannt wird. Von den Ansässigen. König von Schottland. Okay, Dermot, du möchtest Dunkeld mit Frieda von Nordheim, einer an meinem Hof ansässigen Dame, verehelichen. Das ist okay. Die darfst du haben. Ich überlasse sie dir in meiner absoluten Großzügigkeit. Vater, Vater, ruft euch Huma und zieht an eurem Arm mit der Bitte, mit ihr zu spielen, völlig unwissend von all der wichtigen Arbeit, der ich mich gerade befinde. Aber dennoch, wie könnte ich zu solch einer süßen und unschuldigen Kreatur Nein sagen? Was möchtest du, Huma? Ach schön, wir verbessern ihre Verwaltung, indem wir mit ihr spielen. Wir spielen wahrscheinlich irgendwie dieses Tante-Emma-Ladenspiel mit ihr, eindeutig. Und wir können im Zirkel aufsteigen. Werden von einem Novizen zum Adepten. Adeptus Mechanicus oder so. Es ist mir ein Privileg. Bildung plus 2 und wir können ein Horoskop erstellen. Auf das Porträt eurer Kinder. Um ein Horoskop für sie zu erstellen. Oh, das möchte ich machen. Kostet mich aber, wie es aussieht, esoterisches Wissen. Okay. Das heißt, es hat noch etwas zu warten. Dass wir das machen. Hallo, könnt ihr mal aufhören, diese Schlachten so hart zu gewinnen? Heilige. Holy moly. Prinzessin Alienor, immer noch unsere derzeitige Erbin, braucht eine Ausbildung. Sie ist levantinisch, was ich irgendwie nicht so gut finde. Ich möchte jetzt nicht das verschwenden und sie auf Tradition ausbilden. Ich überlege, ob ich sie auf dem Glauben ausbilde, aber wir haben uns ja eigentlich ein bisschen mit dem Glauben überworfen. Ich glaube, wir werden auch unsere Tochter Alienor in der Pflicht unterweisen, die sie hat. Pflicht zur Wahrheit, Pflicht zum Wissen und so weiter. Ein Kleinadliger aus Sadar hat eine Woche in Jerusalem verbracht und dabei ständig mit seinem Reichtum und seinen Besitzungen zu Hause geprahlt. Er beleidigte die Adligen vor Ort und benimmt sich wie ein Angehöriger des Königshauses. Eure Höflinge sind seiner überdrüssig und bitten euch, Maßnahmen zu ergreifen. Richtet eine formale Beschwerde an König von Kroatien. Micha. Der Micha von Kroatien. Der wird schon richten. Das ist ein Feiner, der Micha. Geehrter König Gargamel III. Von Jerusalem.
Ich hoffe, dass dieser Adlige euch nicht allzu viel Ärger verursacht. Ich werde meinen Untertanen über eure Bräuche unterrichten, damit derartige Missverständnisse vermieden werden, wenn sie euer Reich besuchen. Vielen Dank, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, diese Verhaltensweise zu ändern. Ich biete euch meine besten Wünsche. Euer geliebter Mijar. Alles ist gut. Der wurde vom Papst getauft. Warum werden meine Kinder nicht vom Papst getauft? Ich habe ja nicht mal die Option. Voll gemein. Doofes Spiel. Mag mich nicht. Frieden. So. Gewonnen. Yeah. So, holen wir die Leute zurück. Wunderbar. Lösen die Truppen auf. Oh, da müssen wir eine Weile... Ja, ich wollte gerade sagen... Eine Weile warten, bis sich ein paar unserer Truppen wieder erholt haben. Und natürlich verleihen wir diese neuen Gebiete hier an einen glücklichen Gewinner. Den hole ich mir jetzt einfach nicht aus dem Hof, da habe ich gerade keine Geduld für. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das am Anfang nur gemacht, damit ich jetzt nicht aus dem Nichts Leute herbeibeschwöre. Aber bei der Größe unseres Reiches ist es schon irgendwie eher erklärbar, dass wir halt da uns Leute holen. Insofern mache ich das jetzt auch über diese Taste gerne mal. Wir könnten noch eine neue Abhandlung verfassen. Ich meine, warum nicht, ne? Oder wir machen was anderes. Alienor ins Versteck schicken, möchte sie jemand umbringen. Alter. Schwesterherz. Was soll denn der Scheiß? Du willst meine Tochter umbringen. Ich glaube, es setzt was. Hier, nimm Geld und verpissel dich. Seine Frechheit. Okay. Aber ich würde mal sagen, tatsächlich, etwas, das unser Herrscher, der Gargamel, ich habe seinen Namen tatsächlich gerade kurz vergessen. Hey, cool. Oder? Nein, das machen wir noch nicht. Gib mir eine Sekunde. Großmeister Abelard, der Unfertige, diese Ratte, hat einen von euch geschuldeten Gefallen eingefordert, um euch dazu zu zwingen, die verschlagenen, von Großmeister Abelard der Unfertige begangenen Verbrechen ungesühnt zu lassen. Ihr könnt nun keine feindlichen Aktionen gegen Großmeister Abelard den Unfertigen mehr veranlassen, ohne im gesamten Reich als ein Tyrannen angesehen zu werden oder so. Vergeben und vergessen. Na gut. Du Sack. Sag mal. Hat sie das Herzogtum von York verloren? Sie hat das Herzogtum von York verloren. Wahrhaftig. Meine arme Vasallin. Okay. Wir müssen noch bis 81, glaube ich, war. Oh, was ist das? Fatimitsu, hier ein Unterwerfungskrieg. Okay, du bist auch mutig. Eckbert, mein lieber Hofkaplan und Bruder im hermetischen Orden, hat ein Ritual vorgeschlagen, mit dem er möglicherweise ein göttliches Wesen herbeirufen kann. Okay. Ich habe einige interessante Fläschchen zur Auswahl, die uns helfen könnten. Okay, dann bieten wir noch einige Zutaten mit an. Jetzt haben wir leider kein Kupfer mehr und keine Salpetersäure, kein Quecksilber und kein Schwefel mehr. Alles weg. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Beschwörung des Göttlichen. Die Zeit des Rituals ist gekommen, ihr tanzt und Aroma liegt in der Luft. Schönes Quecksilber, schöner Schwefel, alles verbrannt. Da können ja die besten Sachen herbeikommen. Eine Wesenheit berührt eure Seele. Auch wenn ihr das mit keinem anderen Sinn als eurem inneren Auge erfassen könnt. Das muss das göttliche Wesen sein. Ihr habt es geschafft. Ihr könnt eure Emotionen kaum zügeln und alles kulminiert in einer einzigen brennenden Frage, die ihr diesem Wesen stellen wollt. Das Wirken der Sterne haben wir bereits erfasst. Das Wirken der Sonne haben wir ebenfalls bereits erfasst. Göttliches Wesen, erklärt mir die Geheimnisse der Welt. Riesiges Alchemielabor ist gehemmt. Okay. An Adept Gargamel. Ich finde, dass wir beide durch den Mangel eines richtigen Alchemielabors gehemmt werden. Wenn wir die Geheimnisse von Hermes, Trismegistos ergründen wollen, brauchen wir die richtigen Werkzeuge und den nötigen Arbeitsraum. Baut ein Labor, sonst wird unsere Arbeit hier schon bald in Vergessenheit geraten. Wechselt auch jedes Mal seine Stimme, der Eckbert. Jo, das klingt gut. Labor bauen mache ich immer gerne.
50 Gold schmeißen wir schon mal raus. Das göttliche Wesen hat mir hinsichtlich des esoterischen Geheimnisse einen kryptischen Rat gegeben. Doch nachdem ich viel Zeit damit verbracht habe, darüber nachzudenken, denke ich, dass ich nun verstehe, was sie bedeutet. Ich freue mich darauf, meine Erkenntnisse in die Tat umzusetzen. Intrige plus 1. Der Bau eines wahrhaft nützlichen Labors kann Zeit und Geld kosten. Doch ich bezweifle, dass es mir ohne ein spezielles Alchemielabor möglich sein wird, die tieferen Geheimnisse der Welt zu entschleiern. Für die Wissenschaft. Und für die Wissenschaft würde ich sagen, erwerben wir auch nochmal ein paar mehr Zutaten. Und zwar suchen wir wieder auf dem Marktplatz. Geheimhaltung ist von größter Bedeutung, da die Experimente, die ich in meinem Labor durchführen werde, die Unwissenden ängstigen und andere Alchemisten neidisch machen könnten. Um Eindringlinge fernzuhalten, werden Labore oft in tiefem Inneren einer Burg errichtet, doch ein zugänglicheres Gebäude wäre wahrscheinlich effizienter. Der Pläne darauf ausgerichtet, am effizientesten zu sein, doch Geheimnisse werden nicht allzu gut beschützt sein. Meine Geheimnisse werden tief im Inneren der Mauern von Mirabelle sicher sein. Sind wir so einer? Eigentlich glauben wir doch ans Gute im Menschen, oder? Lass uns ein effizientes und zugängliches Forschungslabor bauen. Und wir können einen neuen Befehlshaber ernennen, weil ich das immer noch nicht automatisiert habe. Warum eigentlich nicht? So. Ja, schauen wir mal, ob wir was bekommen. Um Metalle oder andere Substanzen richtig erhitzen und transformieren zu können, benötige ich Öfen für verschiedene Temperaturen und Flammen verschiedener Natur. Die alchemistischen Texte sprechen von verschiedenen Einrichtungen, die von Vorteil sein könnten. Und natürlich, weil wir das ganze Geld haben. Ich werde mir höhere Ziele als diejenigen setzen, die vor mir gekommen sind. Gargamel de Boulogne wird eine experimentelle Einrichtung mit so vielen Öfen, Kesseln und anderen Vorrichtungen schaffen, wie in ihr untergebracht werden können. Oder ich hole mir ein fortschrittliches Labor. Also ein einfaches, hochmodernes Labor. Ich glaube, ich möchte nicht so viel experimentieren. Ich möchte ein hochmodernes Labor haben. Ich habe gerade persönlich Angst, dass da was schief geht, wenn ich experimentelles Labor mache. Und wir können das Herzogtum Mossul übernehmen. Warum? Die Glasgefäße, in denen ich meine Mixturen aufbewahre, sind spröde und leicht zerbrechlich. Bei Bechern und anderen entbehrlichen Glasgefäßen mag dies zu dulden sein, doch heute zersprang ein riesiger Destillierhelm in 1000 Stücke, als er von einer meiner Gehilfen leichtfertig erhitzt wurde. Wir dürfen nur die teuersten und widerstandsfähigsten Glasgefäße kaufen. Und wir kriegen Zutaten. Wir kriegen Zinn, Salpetersäure, Zinn und Gold. Wir haben Gold für Gold ausgegeben. Wow. Ein Unheil ist geschehen. Ein immer übler werdender Gestank aus dem Bereich der Küche hat die Wachen dazu bewegt, meine Vorräte an alchemistischen Zutaten zu untersuchen. Ich werde dermaßen in die Arbeit vertieft, mein Labor zusammenzustellen, dass die Zutaten zu vergammeln begonnen haben. Wir müssen für die Zutaten ein besseres Lager bauen. Die ansässigen Schmiede scheinen die große Sorgfalt nicht zu schätzen, die vonnöten ist, um die Werkzeuge zu fertigen, die wir für die Arbeit mit den Feuern meines Labors benötigen. Vielleicht werden sie dies im Laufe der Zeit noch lernen, doch bisher waren die Ergebnisse höchst enttäuschend. Wir müssen die Werkzeuge, die wir benötigen, importieren. Wir haben das Geld. Ein Glück haben wir das Geld für den Kram. Apropos Geld für den Kram haben. Wie sieht es eigentlich unsere Ausrüstung aus? Wir haben noch keine Rüstung. Wir haben noch keine Rüstung und aus irgendeinem Grund haben wir das französische Kreuzritter-Fachon nicht ausgerüstet. Warum auch immer. Dann würde ich sagen, ist es an der Zeit, dass wir uns einen Schmied suchen. Natürlich auch Juwelen. Einen Goldschmied könnten wir uns auch mal suchen, ne? Ich glaube, ein Goldschmied ist eher, wir sind ja kein Krieger, wir wollen ordentliche Kronjuwelen haben. Es gibt Legenden über den großen Mann, dessen Blut ich teile. Eine besondere Geschichte macht momentan an meinem Hof die Runde. Es beschreibt die epische Heldentat, der Luke die Stärke seines Charakters bewies. Je mehr ich davon höre, desto mehr möchte ich ihn nacheifern. Ich strebe danach, so zu sein wie er. Zornig. Nein. Ich muss meine eigene Geschichte schreiben. Nicht alle Tonwaren eignen sich für die Art von alchemistischer Arbeit, die ich verrichte.
Meine Experimente erfordern sowohl die porösen orangenfarbenen Tonwaren, die Komponenten im Schmelztiegel aufnehmen können, als auch die dunklen und äußerst feuerfesten Töpfe, in denen selbst die stärksten Metalle geschmolzen werden können. Gute Qualität ist allerdings teuer. Aber wir haben es ja. Danke dem Kreuzzug, der uns bis heute finanziert. In den letzten Tagen habe ich immer wieder dieselbe Unterhaltung gehört. Offenbar reist gerade ein hochberühmter Goldschmied durch Jerusalem, welch Zufall, und meine Höflinge sprechen ganz aufgeregt über seine Arbeit. Sollte ich diesen Goldschmied vielleicht einladen und meinen Dienst nehmen? Nichts bringt Autorität besser zum Ausdruck als prächtige Kronjuwelen. Der Goldschmied Rogues nahm meine Einladung höflich an und traf schon eine Woche später an meinem Hof ein. Er legte mir einige Skizzen seiner früheren Arbeiten und mehrere Empfehlungsschreiben vor. Persönlich ist er mir aber echt nicht sympathisch. Ich kann mir daher seines Könnens gewiss sein, frage mich jedoch, wie viel Geld ich überhaupt für einen Satz von Kronjuwelen erübrigen kann. Ich werde beeindruckende Kronjuwelen bestellen. 500 Gold sollen dein sein. Die Ambitionen eines Königs. Nach Monaten voller harter Arbeit und dem Aufwenden einer beträchtlichen Menge an Geld erregt das Labor von Gargamel de Boulogne den Neid aller, die danach streben, die tieferen Geheimnisse des Lebens zu ergründen. Dieses Alchemielabor ermöglicht dem König, jedes bisher dokumentierte Experiment durchzuführen und ist ein Zeugnis für seine großen Ambitionen auf diesem Gebiet. Wie oben, so unten. 30 Wirtschaftstechnologiepunkte. Hochmodernes Labor, Prestige plus 1, Bildung plus 2. Mein neues Labor erregt den Neid meiner Zeitgenossen und meiner Vorgänger zugleich. Ich wage zu behaupten, dass sogar Hermes Trismegistos selbst von der Einrichtung beeindruckt wäre, die ich jetzt dazu nutze, um die verborgenen Geheimnisse von Materie und Geist zu ergründen. Meine Arbeit hat gerade erst begonnen. Mission abgeschlossen, wir erhalten 200 esoterisches Wissen und ich denke mal, wir erstellen ein Horoskop für unsere Tochter Alienor. Die Sterne hüten viele Geheimnisse, doch diese Geheimnisse kann man aus ihnen herauslesen. Mit den richtigen Hilfsmitteln und der richtigen Geisteshaltung werde ich das Schicksal von Prinzessin Alienor ergründen. Komme, was wolle. Ihr bereitet eure Instrumente und Hilfsmittel vor und richtet euch auf die langen Nächte, die vor euch liegen. Nach den vielen Nächten der Analyse, in denen ich den Lauf der Sterne beobachtet habe, habe ich bemerkt, dass Mars in ein Zeichen eingetreten ist, das zu meiner Tochter Alienor gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie für das Schlachtfeld geboren ist und über ein Talent zum Kämpfen verfügt, wie es nur selten am Hofe zu finden ist. Ich bin dankbar für eure Erkenntnis und werdet jedes Interesse in diese Richtung fördern. Ihr werdet versuchen, diese Tendenzen zu hemmen. Es ist nicht wirklich das, was mir im Sinn steht, ne? Okay, dann ein besseres Schicksal hätte ich für sie nicht ausdenken können. Ja, wir sind zu netter Mensch. Wir sind echt ein zu netter Mensch. Wir fördern sie. Das heißt aber eigentlich, dass wir den Fokus unserer Tochter umstellen müssten, ne? Kann ich nicht umstellen. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob ich damit nicht einen großen Fehler begangen habe. Mal schauen. So, du gehst auf Forschung. Und das können wir nicht weiter ausbauen. Das bedeutet, dass wir das hier ausbauen. Und das hier. Und natürlich können wir unsere Festung auch noch ein bisschen ausbauen. Kleiner neuer Bergfried. Und ein Burgstädtchen. Und eine Kaserne. Und eine Burgwerft. Und ein Burgstädtchen. Haben wir alles. O König Gargamel von Jerusalem, während dieses Besuches eurer Gattin in Dublin, haben wir eine angenehme Zeit damit verbracht, über die Dinge zu sprechen, die unsere Völker miteinander verbinden. Ich schlage vor, in Kürze einen Nicht-Angriffspakt abzuschließen. Eine wunderbare Idee. Ein Nicht-Angriffspakt mit dem Königreich Irland. Oder Eire. König Gargamel hat die Grafschaft Caribta von Graf Alphonse geerbt. Ja, super, ey. Das hat ja richtig gut geklappt. So, nächster.
Charybda, da ist er. Niedrige Titel, wunderbar. Viel Spaß damit. Vielleicht hält sie ja ein bisschen länger durch als dein Vorgänger. 81 läuft der Waffenstillstand erst aus. Prinzessin Alionor hält sich bevorzugt in der Nähe des Trainingsgeländes auf und ist überraschend gewandt mit dem Speer. Natürlich ist der Speer aus Holz und eher ein Spielzeug, aber dem Gesicht der Kommandanten, die mit ihr trainieren, nachzuurteilen, steckt ein enormes Talent in dem Kind. Sie ist unter einen guten Stern geboren. Gute Neuigkeiten, mein König, sagt Roges aufgeregt. Der Goldschmied hat mich informiert, dass Edelmetalle und Spezialwerkzeuge in einer nahegelegenen Provinz gesichtet wurden. Wenn wir eine Expedition entsenden, könnte dies der Qualität der Waffen erhöhen, die wir gerade herstellen. Ah, Gott, so viel Geld. Schickt ihn unverzüglich los. Ja, komm, ich hab's ja. Neue Reiche werden im Norden gegründet. Naja, neue Reiche ist gut. Ich weiß nicht, ob die lange durchhalten werden. Ich bezweifle es persönlich eher. Ja, du hast gerade ein neues Reich. Obwohl, es könnte sogar ein bisschen was hergeben. Du hast ja relativ viele Gebiete hier unterm Nagel reißen können. Sultan Dunisman, das Monster vom Karakaniden-Sultanat. Uiuiuiui. Naja, mal schauen. Und hier hat sich auch noch... Ich weiß noch nicht, ob du schon länger existierst. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Egal. Jedenfalls, die Steppen satteln sich langsam, aber ich glaube, die Nomaden werden noch ziemlich lange existieren. Und ich bin schon sehr gespannt auf den Mongolensturm, der ja auch noch kommt. Und die Azteken. Ich habe schon wieder vergessen, die auszustellen. Das kann lustig werden. Ich wurde von Aufregung und Neugierde ergriffen, als mir Roges mitteilte, dass die Kronjuwelen fertig seien. Als ich auf meinem Thron darauf wartete, dass ein Diener die große Kiste durch den Saal trägt, muss ich dagegen ankämpfen, aufzuspringen und ihnen entgegenzulaufen. Als ich schließlich den schweren Deckel berühre, zittern mir die Hände. Ornat, der einem König wahrhaft würdig ist. Eine Majestätskrone, der Smaragdzepter und das Schwert der Helden. Ui, das müssen wir uns anschauen. Okay, die Majestätskrone, Qualität 3, monatliches Prestige 0,4, Feudalvasallenmeinung, Stadtvasallenmeinung, Stammesvasallenmeinung. Die Reifkrone besteht aus Gold und ist mit fremdartigen Edelsteinen wie zum Beispiel Smaragden, Rubinen, Saphiren und Diamanten verziert, von denen die prächtigsten so groß wie Wachteleier sind. Ui. Dann das Smaragdzepter. Nochmal mehr Prestige, noch mehr Meinung der Vasallen. Dieses Zepter ist für die gewöhnliche Menge an Qualität der Smaragde berühmt, die ungewöhnliche Menge an Qualität der Smaragde berühmt, mit denen es geschmückt ist. Die Herkunft dieser Edelsteine ist in Geheimnisse gehüllt und die Geschichte darüber sind so zahlreich wie die Sterne selbst. Schwert der Helden. Diese ornamentale Waffe. Achso, Prestige, Meinung der Vasallen. Diese ornamentale Waffe bietet einen beeindruckenden Anblick. Die Klinge ist vergoldet und das Heft mit fremdartigen Edelsteinen, wie zum Beispiel Rubinen und Saphiren, sowie Achatgemmen geschmückt, auf denen legendäre Krieger abgebildet sind. Wow. Das sieht doch mal, das ist doch mal geil. Nice. Also ich meine die Waffen. Ansonsten überlege ich gerade, was wir mit den ganzen Rittern in unserem Land machen. Die werden uns nämlich echt noch davon abhalten, Utremer zu gründen. Also vor allem die Tempelritter. Die haben schon 4 Burgen in unserem Land. Und du hast einen... Ah nee, das ist der Hashashinenorden. Die hier Stress macht. Du möchtest meine Schwester fällen. Okay, kriegen wir hin. Ich überlege gerade, ob ich den Assassinen den Krieg erkläre, um ihnen diese Burg hier abzuknöpfen. Ich meine, du hast einige Burgen. Oh Gott, der hat einige Burgen. Ich war der Ansicht, dass er eine Burg hier noch irgendwo hätte in Ägypten, aber vielleicht täusche ich mich da oder ich sehe sie einfach nur gerade nicht. Oder ich hatte sie schon abgeknöpft. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ansonsten sollten aber meine Gebiete sicher sein vor Assassinen. Oh, hier sind 2 Assassinenbogen gleichzeitig. Ja, damit müssen wir uns noch herumschlagen. Nach unseren Eroberungen. Wenn ich nicht glaube, dass wir sie komplett verdrängen können, weil ich dazu nach Persien durchdringen müsste. Aber ich glaube, wir sollten sie auf jeden Fall aus unserem direkten Einflussbereich entfernen. Also. Oh, da, Paritoten, sag ich doch. Hier sind sie. Habt ihr das alle schon gesehen und kommentiert. Egal, dann haben wir 2 Besitztümer, die wir ihnen entreißen müssen. Kümmern wir uns allerdings als erstes um die ich bereits gesehen habe hier oben.
ihr kommt mal alle her. Und versammelt euch, dann belagern wir die ganzen Gebiete von ihnen. Meine Hoheit, ich schreibe euch und bringe schockierende Nachrichten. Ritter Matthias von Beth Ghibellin hat versucht, mich zu beseitigen und zu verhindern, dass ich seinen Plan entdecke. Elisa de Megueli. Meldet ihn unverzüglich. Können auch hier nicht zulassen, dass irgendwelche Verschwörungen und Komplotte in unserem christlichen Reich. Mordkomplotte in meinem christlichen Jerusalem. It's more likely than you think. Ah, und unsere Gattin ist schwanger. Wenn du jetzt einen Kerl zur Welt bringst, Weib, dann bin ich aber sauer. Oh, und die... Ui, was sehe ich denn hier? Die Assassinen und die Fatimiden bekämpfen sich gegenseitig. Dass ich das nochmal erleben dürfte. Naja, wenn ich jetzt einen Jungen zur Welt bringe, bin ich richtig sauer. Jetzt habe ich mich schon so darauf konzentriert, dieses Mädel zu erziehen. Und dann wird die einfach nicht meine nächste Herrscherin. Das kann doch nicht sein. Ja, ich schiebe schon wieder Panik, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Mal schauen, wie es ausgehen wird. Aber ich habe gerade echt halt ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Oh, ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Nimm, 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 nimm. Star Wars Zitate. Sorry. Uiuiui. Und du beführst einen heiligen Krieg um Palmyra. Ach ja, das hast du mir ja auch weggenommen, du Arschgeige. Boah, ist das gemein, ey. Palmyra kreide sich jetzt noch. Ja, ich sehe es schon kommen. Wird einige böse Kriege gegen die Byzantiner geben. Das können wir leider nicht verhindern. Okay, mir ist es gerade sehr wichtig, dass wir diesen Aufstand hier vernichten. Viele Jahre meines Lebens war ich dem hermetischen Gesellschaftszirkel treu ergeben. Für den Magus und den Orden habe ich Missionen ausgeführt. Heute wurden meine Verdienste belohnt, denn ich wurde befördert und bin nun selbst Magus. Meine Brüder und Schwestern suchen bei mir Rat und Weisung. Rat und Weisung sollen sie von mir erhalten. Yes! Cool, wir haben es geschafft. Wir haben den höchsten Rang in unserem Zirkel erreicht. Bildung plus 3. Hermetische Kunst wählen. Okay. Ein Magnum Opus schreiben. Och Leute, wir sind doch erst 27. Okay, eine hermetische Kunst wählen. Jetzt bin ich mal gespannt. Als Gelehrter habe ich viel Zeit mit dem Studium der Stern- und Himmelskörper verbracht. Dabei habe ich viel gelernt. Aber ich sollte mich auch den anderen Künsten zuwenden. Welcher Kunst sollte ich mich zuwenden? Ah! Okay, wir könnten jetzt vom Gelehrter zum Mystiker werden, was unsere Verwaltung noch etwas verbessert. Oder zum Theologen, was Intrige und Bildung verbessert. Das ist jetzt mal eine Frage, ne? Nee. Ich bleib bei der jetzigen Kunst. Okay, ich wusste nur nicht, was mich da erwartet. Eine große Debatte abhalten. Haltet eine große Debatte ab für alle Mitglieder des hermetischen Gesellschaftszirkels. Mehrere Tage lang wird diskutiert und debattiert im Namen von Wissenschaft und Gelehrsamkeit. Ui. Okay, machen wir das. Die große Debatte. Da ich erwarte, dass viele Mitglieder des hermetischen Gesellschaftszirkels zur großen Debatte erscheinen, ist es von größter Wichtigkeit, dass alles so reibungslos wie möglich abläuft. Meine Bediensteten haben die Unterkünfte hergerichtet und die Vorratskammer gefüllt. Nun müssen wir nur noch die Einladungen verschicken. Ruft meinen zuverlässigsten Boten! Auf! Ach Gott, diese ganzen Revolten. Jetzt geht's richtig los hier, ne? Das wird etwas nervig. Okay. Und da ist er. Der Hashmadin. Aber er hat wenigstens die beiden Blutlinien. Ja. Schade. Ach so, aber... Ah, wir können eine prächtige Taufe organisieren. Okay. Es geht also doch. Okay, nur der Papst ist geeignet, ihn zu taufen. Und wer wird sein Taufpate sein? Guillem, der Kreuzritter. Ah, ein unbezahlbarer Augenblick. Wunderbar.
Okay, das ist gelungen. Das heißt jetzt... Ich bin Novize Bruchard oft begegnet, während ich meine Pflichten für die hermetische Gesellschaft nachgekommen bin. Und es war immer ein angenehmes Erlebnis. Wenn es die Zeit erlaubt, können wir stundenlang darüber reden, denn er langweilt mich nie. Über irgendwas reden. Ob zwar unsere Diskussionen oft recht lange währten, schienen wir in den wichtigsten Punkten stets übereinzustimmen. Ich glaube, das ist Freundschaft. Sky Love between two guys. Ja, klauen wir wieder mal Leuten Sachen. Lass die Debatte beginnen. Entschuldigung. Ah, ich hab's nicht gegeben. Ah! Okay, wir suchen jetzt nach ihren Sachen, gehen mal diesmal kein Risiko ein. Okay. Viele der anderen Debattierer verfeinern oft bis tief in die Nacht hinein ihre Argumente. Aber mir macht langsam der Mangel an Schlaf zu schaffen. Oft beginnen meine Gedanken zu wandern, bis ich mit leerem Blick in die Luft starre. Und während ich meine Notizen durchgehe und nach vor einem Kollegen noch immer nicht zur Sprache gebrachten Punkt suche, zittern schon meine Hände. Sorry. Da zittern mir die Hände und mir ist das runtergefallen. Ich sollte etwas zusammenbrauen, um mich zu beruhigen oder mir gar zu helfen. Okay, 50% ich werde gestresst, 50% ich verliere Gesundheit. Ja. Weil ich Salpetersäure trinke. Okay, ihr verringert eure Chancen, die Debatte zu gewinnen. Das ist zu wichtig, um jetzt aufzuhören. Oder? Na, geh ich. Komm, sauf mir ein bisschen Salpetersäure. Und wir sind nicht gestresst geworden. Nice. Perfekt. Achso, und wir haben unseren Krieg gegen die Assassinen gewonnen. Sehr schön. So sehr wie er damit angegeben hat, ach ja, okay, wir kriegen 200 esoterisches Wissen, 10 Gulden und haben auch diesen Aufstand hier gewonnen. Dann würden wir mal ganz kurz die Abbasiden plätten müssen. Viele haben sich bei der Debatte gut geschlagen, aber niemand war besser als Abt Ademont, der zum Sieger der großen Debatte erklärt wurde. Verdammt. Dabei hat er noch weniger Bildung als ich. Schlecht gemacht. Hört mal, die Grafschaft von Man. Ich beherrsche über die Isle of Man. Die letzten Gäste sind gerade gegangen. Nun ist es wieder ruhig und friedlich. Als ich mich ausruhend über meinen Beitrag zur Debatte nachdenke, stelle ich fest, dass ich viel von anderen Teilnehmern lernen konnte. Mein Engagement war sinnvoll. 50 Prestige. Sehr schön. Ach nee, das ist Man und es ging gerade um die Grafschaft von Ma'an. Ah, aha. Ma'an, wo Petra ist. Aber leider ist das inaktiv. Petra ist nicht beschädigt. Wir könnten Petra wieder aufbauen. Ui. Machen wir das mal. Wir sind ein Gelehrter. Ich kann alles damit begründen, dass ich ein Gelehrter bin. Alles. Sobald das Labor... Okay, und wir haben wieder Sex. Wunderbar. Bündnis schmieden. Nubien möchte mit mir ein Bündnis schmieden. Ich glaube, das machen wir. Akzeptiert. Das christliche Reich von Priester John ist nun vereint mit dem christlichen Reich von Priester Loop oder so. Keine Ahnung. Passt auf jeden Fall sehr gut. Und ich warte hier noch ab, bis dieser Krieg vorbei. Ach, natürlich. Ich meine, warum habe ich auch nur eine Sekunde erwartet, dass sie ein Bündnis schließen möchte, weil sie, weiß ich nicht, mich mag. Meine Herren. Okay, komm, ja. Aber denk nicht eine Sekunde, dass ich dir helfe. Darauf habe ich nämlich keinen Bock. Also dafür bin ich gerade zu sauer. Blöde KI, ey. Und wenn du nicht mal gegen die Hausarstaaten ankommst, also dann hast du auch echt nichts verdient hier. Was soll denn das? Du hast 14.000? Die haben 3.000, 5.000. Komm, das schaffst du doch. 41, was hat sie denn gemacht, ey? Ach so, minus 31 war ja Provinzen kontrolliert. Okay, na gut. Aber ich denke mal, das schaffst du trotzdem. Und ihr schafft es auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten, denn diese Folge ist fürs Erste vorbei. Und ich hoffe sehr, dass ihr euch soweit gefallen hat.
beim nächsten Mal werden wir uns darum kümmern, unser Reich zu erweitern. Ich möchte gerne ganz Ägypten unter unsere Kontrolle bringen, denn ich habe mir so ein bisschen zum Ziel gesetzt, nach der Vereinigung dieser beiden Reiche, die in zwei Kreuzzügen erobert wurden, dann endlich mal die Kreuzfahrerkultur anzunehmen. Und ich denke, beim nächsten Mal werden wir auch unseren Magnum Opus verfassen und uns ansehen, in welche Richtung sich unser neuester Spross so entwickeln wird. Hashmadin. Welch Name? Vom Papst Anastasius dem IV. Getauft. Was für eine Zukunft wird dich wohl erwarten? Mal sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich... Oh, warte mal, ich könnte Hashmadin auch umbenennen. Ich glaube, Hashmadin ist wirklich kein guter Name für uns. Aber das machen wir später. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tüdelü und ciao, ciao.